BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt herzlich willkommen. Menschen mit einer geistigen oder seelischen Behinderung leben oft in der eigenen Wohnung. Dort werden sie von erfahrenen Fachkräften von der Bruderhausdiakonie oder der Samariterstiftung versorgt. Doch wenn sie zusätzlichen Pflegebedarf benötigen, braucht es weitere Experten aus ambulanten Pflegediensten. Zwei Expertisen kommen hier also zusammen, Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege, die sich jedoch im Alltag nicht begegnen. Diese beiden Gruppen zusammenzubringen und eine ganzheitliche Versorgung zu ermöglichen, war Ziel des Projekts Barrierefreie Pflege, das der Landkreis Reutlingen gemeinsam mit der Bruderhausdiakonie und der Samariterstiftung ins Leben gerufen hat. Der Landkreis Reutlingen versteht sich als inklusiver Landkreis. So findet beispielsweise alljährlich das inklusive Kulturfestival Kultur vom Rande in Reutlingen statt. Im Fokus steht hier das Zusammenspiel zwischen Menschen mit und ohne Behinderung. Doch bisher fehlte eine Antwort auf die Frage, wie lässt sich die Situation von Menschen mit einer Behinderung und zusätzlichem Pflegebedarf verbessern? Darüber machten sich der Landkreis, die Bruderhausdiakonie und die Samariterstiftung Gedanken. Wir erleben es immer wieder, dass Menschen mit Behinderungen, die mit einer guten ambulanten Versorgung zu Hause leben können, in dem Moment, in dem sie pflegebedürftig werden, in eine Einrichtung, also in eine stationäre Einrichtung müssen, weil Pflegedienste schlicht und einfach noch nicht so auf die besonderen Bedürfnisse für Menschen mit Behinderungen eingestellt sind. Es müsse aber doch möglich sein, so die Überlegung, Teilhabeassistent und Pflegedienst zusammenzubringen, um eine ganzheitliche Versorgung zu gewährleisten. So entstand gemeinsam mit der Bruderhausdiakonie und der Samariterstiftung die Idee zum Projekt BAP, Barrierefreie Pflege im Landkreis Reutlingen. Die Idee ist schon 2016 entstanden. Es gab dann einen unheimlichen Push, oder wir konnten erst so richtig in die Gänge kommen, als wir 2019 vom Sozialministerium Baden-Württemberg im Rahmen des Innovationsprogramms Pflege gefördert wurden mit etwas über 260.000 Euro. Die Duale Hochschule Baden-Württemberg begleitete das Projekt wissenschaftlich. Gemeinsam erarbeiteten die Projektbeteiligten zwei Ergebnisse, wie eine optimale Versorgung erreicht werden könnte. Eines der wesentlichen Punkte ist, dass wir beschlossen haben, zukünftig Workshops anzubieten für diese beiden Zielgruppen, um sich noch näher zu kommen, um besser zu verstehen, wie die Profession und die Ansprüche und die Expertise des anderen ist. Und das Zweite ist, alle Informationen möglichst in einer Hand zusammenzuführen. Beim sogenannten Case Manager oder Case Managerin. Das ist eine Person, bei der alle Informationen zusammenlaufen und die dann wie eine Art Koordinierungsstelle fungiert. Das gab es bisher in dieser Form nicht. Und damit auch andere Landkreise dieses Projekt umsetzen können, wird ein Handlungsleitfaden erstellt, der in den nächsten Jahren möglichst weit verbreitet werden soll. Die baden-württembergische Landesregierung hat eine neue Tourismuskampagne aufgelegt. Diese richtet sich aber an die eigene Bevölkerung. Mit dem Projekt Tourismus bewusst stärken soll die Akzeptanz für diese Branche gesteigert werden. Immerhin sichere der Tourismus umgerechnet das Einkommen von knapp 380.000 Menschen. In den 6 Tourismusregionen wurden in Vor-Corona-Jahren mehr als 25 Milliarden Euro Bruttoumsatz pro Jahr verdient. Mit Expertentalks, einem Bürgerdialog und einem Wettbewerb im Herbst soll die Akzeptanz des Tourismus gestärkt werden. Ein besonderer Schwerpunkt wird zudem auf Heilbäder und Kurorte gesetzt. Zu dem Projekt gehören auch ein Leitfaden für Entscheidungsträger und eine multimediale Kampagne unter dem Slogan Du bist Tourismus. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.